Ja, wir sind beim Dave Möbius und ein kleines Zwischenvideo. Dave, du hast zwei Pakete gekriegt. Sag mal erstmal, wer hat die geschickt? Antonia Schandorf und ihre Oma und Opa, ja. Ah, okay. Ja, und ja, da war eine Wolldecke drinne, Ganz super. ein Kissen da, Aha. ja, Pulli, Cool. Jogginghose und dann Jeanshose und Na, gucken wir mal drauf. Tu mal die Hose noch mal weg, da steht irgendwie was für Dave drauf da. ja, für Dave. Ja, guck mal, das ist alles so liebevoll verpackt Und hier. ja, Hemden und Pulli und T-Shirts, Okay. Boxershorts, Socken, Das heißt, eine Jacke ja. und Wenn die Frau, wie heißt sie, Anja Fischer? Nee, Anke Fischer, ja. ja, Die Anke Fischer. Fischer, komm ruhig ein bisschen rüber. Ich hatte ja heute mit ihr telefoniert und sie hatte gesagt, sie will gerne mit ihr sprechen. Und ich habe ihr gesagt, das werde ich nicht entscheiden, das wird alleine der Dave entscheiden. Ja. Was sagst du dazu? Willst du mit ihr telefonieren? Nee, will ich nicht. Warum nicht? Ja, die manipuliert mich bestimmt und nervt mich dann bestimmt, brüllt mich an, dass ich ihr Namen da im Internet so veröffentlicht habe, sag ich mal. Und auch wo ich gewohnt habe da in Heim und Wie hieß die Adresse noch? Teufelsberg? Teufelsberg 5 in Lohme. Okay. Ja, auf Rügen. Und ja, ich glaube, die wird sauer sein und ich habe einfach keinen Bock auf der. Also, ich hatte sie ja auch gebeten, sie möchte diesen internationalen Haftbefehl, der da irgendwie laufen soll. Ob das tatsächlich so ist, wissen wir nicht. Aber diese, in Anführungsstrichen, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Du bist 16, du bist selber betroffen. Man kann das immer auch mit der Traumatisierung, die hier sicherlich greift, ja, begründen. Ich muss da vorsichtig sein. Also diese potenziellen Verbrecher, ja, weil Kinderhandel ist ein Schwerverbrechen. Und ja, ich hatte die ja gebeten, diesen internationalen Haftbefehl da zurückzuziehen und sie hat gesagt, nein, das kann nur der Vormund machen, dieser Herr Bauer. Wo Brauer, du, Brauer, wo du keine Telefonnummer von hast und ja, sie wollte mir die Nummer nicht geben, der Herr Wiechern, der ist ja stellvertretende Heimleiter, der wollte die nicht geben. Und wen haben wir da noch? Alle vom Jugendamt, ja? Eine Frau Nüken und da waren noch andere. Jeder hat mir die Nummer verheimlicht, also ein Staatsgeheimnis, ja? Und auch das Aktenzeichen von der Polizei. Vielleicht gibt es ja gar kein Aktenzeichen, wir wissen es nicht, ja? Auf jeden Fall, dir geht's gut, du hast Freude. So und schieb das Ding dann nochmal vor. Ich habe gesehen, du hast da was Ach so, bekommen ja. noch. Fahrrad habe ich auch noch bekommen. Ja, Wahnsinn, guck dir das mal an. Also, Und ja. also der Junge, der wird hier ausgestattet, der wird umsorgt, gehegt und gepflegt. Ja, cool. Und wie fühlst du dich hier? Ja, gut, also hier kriege ich vernünftiges Essen, habe meine Ruhe, wenn ich Ruhe haben will. Mhm. Ja, und kann machen, was ich will, so gesagt. Und ja, fühle mich wohl hier. Ja, super. Ja, dann lass uns dabei bewenden. Da ist noch ein anderes Paket. Achso, Antonia Ja, hat auch da natürlich ist mit süßen noch Sachen hier, ja, Süßes und Schokolade alles und Mögliche. ja, gut. Ja, dann willst du sonst noch was an die Menschen draußen sagen? An vielleicht andere betroffene Heimkinder? Ja, die sollen aufpassen, also nachdenken, was die da hinter dem Rücken, hinter den anderen Kindern auch machen und so. Und wenn die es wissen, dass die hinter den Rücken da Scheiße bauen, die Betreuer und die Bullen und so, sollen die das schnell wie möglich so machen wie ich und irgendjemanden suchen, der Vertrauen, eine Person, die man vertrauen kann oder so. Und dann, ja, abhauen oder so. Also wir können ja anbieten, das sind zwei Adressen, die man hier googeln kann. Das ist einmal der Heimkinderverband Deutschland, da gibt es dieses Forum und dann gibt es den Verein Lichtblick e.V.
mit den Schlagworten, Suchbegriffen, Erfolge gegen den amtlichen Kinderhandel. Denn wir befinden uns hier im amtlichen Kinderhandel. Ja, das ist die organisierte Zerstörung zuvor intakter Familien mit der Anschlussstraftat Kinderhandel. Wir hatten 2016 84.000 statistisch erfasste Schicksale von Kindern mit der Dunkelziffer, weil hier in dem Fall Neckarsulm und wie heißt das da, kommen wir jetzt auf den andere Stadt da nicht, Heilbronn, ja. Dieser Fall von Kinderhandel war nicht statistisch erfasst. Das heißt, wir gehen von einer Dunkelziffer aus, die doppelt so hoch ist wie die statistisch erfasste Zahl von 84.000. Das summiert sich auf 250.000 Kinder. Eine Viertelmillion Kinder pro Jahr, die den Eltern entzogen werden und in der privaten Fremdbetreuungsindustrie untergebracht werden. Ja, jetzt frage ich nochmal die anderen Kinder. Hatten die da, du hast ja zwei, drei Heime durchlebt, hatten die noch Eltern? Durften die sehen? Was war da los? Ja, also als ich in Sachsen-Anhalt da war, in Moser, da durften manche Kinder ihre Eltern auch sehen, außer ich halt. Als ich dann in Sachsen-Anhalt in Fasching persönlich bei der Chefin der Silke Horstmann war, durfte einer immer zu Kumpels und so hin und einer durfte auch nach Hause und ja, ich durfte gar nichts, ich musste da bleiben. Und als ich dann auf Rügen in Lohme da Teufelsberg 5 war bei der Anke Fischer, ja, durften die anderen beiden Kinder auch nach Hause und ich wiederum nicht. Was hast du denn dann an den Tagen gemacht, wenn die anderen weg waren? Wie hast du dich da beschäftigt? Ja, dann durfte ich da ab und zu mal Fernsehen gucken und habe auch nachgefragt, ob ich mein Handy über Nacht haben darf. Durfte ich auch manchmal haben und dann habe ich immer versucht, so Kontakt mit meinem Vater aufzubringen da so. Und ja, weil die es mir ja halt alles verboten haben und ja. Ja, sonst konnte ich da nichts machen und habe mich gelangweilt. Super. Weil keiner da war. Ja, gut. Also, jetzt geht's dir gut. Ich sag mal, die Erinnerungen an diese schreckliche Zeit, die werden dich noch eine Weile verfolgen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier in eine bessere Zukunft. Und ich würde nochmal ergänzen hier: also, Kinder, die in der privaten Fremdbetreuungsindustrie arbeiten, wo pro Monat und Kind ab 3.500 Euro verdient wird, ja, bei Gabe von Ritalin oder Valium gegen 6, 8, 10 oder 12.000 Euro. Hier das Kinderheim Renkenberge sei nochmal benannt mit dem Herrn Klaus Brandt, Klaus mit C, als Geschäftsführer und Inhaber. Der hat zwei dieser Einrichtungen. Und den Marcel Wilden, hallo Marcel, du wirst jetzt schon 18 sein, dich habe ich da damals kennengelernt, dein 9-jähriger Bruder vor circa 3 bis 4 Jahren und deine süße Schwester, alle drei wart ihr da kaserniert, ja, versklavt und der Marcel, der hat mir berichtet, er müsste da Acera nehmen, Acera und Restol. Und Restol hat er da von einer Frau Berger oder so in Aschefeld. Der hat immer von Aschefeld gesprochen. Ich wusste gar nicht, was ist denn das? Und nachher, wo ich gegoogelt habe, das ist die Psychiatrie Papenburg Aschefeld. Und das Restol ist ein amerikanisches Präparat. Das ist nichts anderes als Valium, was da tonnenweise, kiloweise, megatonnenweise, was auch immer, als Schwarzmarktimport bestellt wird und unter der Ladentheke an den Herrn Brandt, Klaus, verteilt wurde und der Marcel, der ging da in einem Schlackergriff, das war schlimmer als ein Zombie, ja, und ich hatte gedacht, er sei behindert, nein, auch diese roboterhafte Sprechweise, das war das Restol, also Valium, was er dreimal täglich nehmen musste. Er sagte, Acera 80 Milligramm, Acera 5 Milligramm, so, das heißt, an das Restol hat er sich auf Nachfrage im nächsten Satz gar nicht mehr erinnert. Er wollte Feinmechaniker werden, seine Eltern haben noch irgendwie eine Firma in Dortmund, er kam aus Dortmund und das Jugendamt Dortmund war natürlich nicht behilflich, da gab es einen Herrn Niak, Heiko Niak,
Der leitet auch ein Jugendamt in, ich weiß nicht, in Nachbarstandort. Der macht auch Gutachten, ja? Macht Gutachten. Er sagte, er hat da bei dem, wie heißt er, dieser Papst, ich komme jetzt nicht drauf, der diese lösungsorientierte Gutachterei machen sollte. Der macht da eigene Ausbildung. Und ja, der Heiko Nierk ist stellvertretender Amtsleiter oder so, und der macht sich da nach Feierabend die Taschen voll mit Gutachten. Das beißt sich, das darf er gar nicht, ja. Aber er macht, weil wo kein Richter, da kein Kläger, und die betroffenen Eltern, der Antonio Zangari, der wurde da von diesem Heiko Nierk begutachtet, ja, die können sich oftmals nicht zur Wehr setzen. So, willst du noch ein Schlusswort sagen? Das würde ich dir überlassen. Ja, ja, passt alle auf da draußen, weil Jugendämter klauen gerne mal Kinder. Und wenn ihr wisst, dass da irgendwas schief läuft, dann haut so schnell wie möglichst ab. Aber dann eine sichere Anlaufstelle. Das muss ansatzweise ein bisschen geplant werden. Wenn das so einfach mal blind versuche wie bei Angela Masch, das geht dann in die Hose. Also der Verein Lichtblick, Bindestrich Verein für soziale Verantwortung e.V. ist hier als zielführende Adresse zu nennen. Und die Telefonnummer findet ihr überall im Internet, und der Heimkinderverband dann als Zusatzoption. Gut, dann sagen wir tschüss, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Tschüss.